wechselnd. Manche haben ganz andere Regelungen. Das ist nicht ganz einfach. Vor allem auch nicht ganz einfach für euch, nehme ich mal an, das alles irgendwie unter den Hut zu bringen. Ich hoffe, das funktioniert halbwegs gut und ihr seid halbwegs wieder glücklich, dass die Schule wieder begonnen hat. Ja. Ja. Aber ja, vor allem zu Hause war es wahrscheinlich eh super kompliziert, vor allem wenn man Geschwister hat oder wenn die Eltern auch zu Hause waren, dann ist irgendwie der Platz natürlich und die Möglichkeiten schon sehr eng und wahrscheinlich haben wenige von euch Freundinnen und Freunde treffen dürfen und können in den letzten Wochen. Und das geht jetzt natürlich auch wieder leichter. Genau. So, wir sind jetzt offiziell live. Das heißt, ich heiße euch nochmal herzlich willkommen hier beim Live-Online-Event von SMG Schülerinnenmitgestaltung, ein Projekt von Wien Extra und der Bildungsdirektion für Schulsprecher, Schulsprecherinnen der Pflichtschule in Wien. Das ist ein Projekt, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Schulsprecher, Schulsprecherinnen aktiv an der Teilhabe am Schulgeschehen zu unterstützen. Und im heutigen Austausch soll es um das große Thema gehen, Corona und Schule. Und ich freue mich sehr, dass uns Bildungsdirektor Heinrich Himmer heute beehrt, virtuell. Sehr schön, freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Und ich möchte auch herzlich willkommen heißen, die Schulsprecher und Schulsprecherinnen der Schule aus Wien. Wir haben Emma und Alexander vom Schulschiff Bertha von Suttner. Wir haben von der St. Elisabeth den Alexander. Wir haben von der Pernersdorfer Gasse die Ariana, ohne Video, aber hallo. Wir haben von der Schopenhauer Straße Maximilian und Sarah sind dabei, von der Kauer Gasse Sinemnur und Melda und von der Montessori die Selina. Also nochmal herzlich willkommen. Und ich würde sagen, ich fange mit der ersten Frage an, die ich euch mal stelle. Und wie gesagt, ihr könnt einfach antworten. Sollte ein Ton nicht an sein, kurz Handzeichen, ich schalte euch laut. Ja? Wir haben ja schon darüber gesprochen, es waren sehr herausfordernde Zeiten. Es sind nach wie vor herausfordernde Zeiten. War es für euch überhaupt möglich, in eurem Amt als Schulsprecher, Schulsprecherin aktiv zu sein? Fangen wir an, Melda, bitte. Also bei uns war es überhaupt nicht möglich. Wir konnten erst ab dem 18. Mai wieder aktiv in der Schule sein und unsere Pläne halbwegs zur Verfügung stellen. Okay. Dann Alexander, ja bitte. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich konnte einmal so eine Abstimmung machen auf unserer Klassengruppe auf WhatsApp, wo ich gefragt habe, ob etwas funktioniert hat oder ob es nicht funktioniert hat. Weil das Ergebnis wollte ich dann dem Lehrer aus dem jeweiligen Fach präsentieren. Das war auch das Einzige, was ich machen konnte. Und dann auch seit dem Schulanfang, wo wir wieder in die Schule gehen, eigentlich nichts. Ich habe heute noch um 15:30 Uhr mit dem Direktor der Schule, wir haben nämlich eine Art, ein SGA haben wir. Und da bin ich dann auch dabei. Da werden wir auch Sachen bezüglich unserer Schule besprechen. Es wird auch online sein auf Google Meet. Okay, alles klar. Wer wollte noch was sagen? Da war noch die Emma, glaube ich, oder? Oder die Selina, bitte. Also ich konnte auch nicht aktiv sein. Ich konnte nur ein paar Schülern die Fragen beantworten, wenn sie Fragen hatten. Und ja, das war es eigentlich. Aber das heißt, ihr konntet trotzdem für eure Klasse, auch wenn es in einer anderen Form war, nach wie vor da sein. Ja. Okay, super. Was waren so Dinge, die ihr gern gemacht hättet, die aber eigentlich, die leider einfach nicht möglich waren? Gab es größere Projekte, Pläne? Ja, und nochmal, Selina, nehme ich dich nochmal dran. Den Maskenball. Ich habe schon Kleider gekauft, eine Maske und das alles. Also ich habe mich darauf gefreut. Und dann wurde es festgestellt, dass es nicht stattfinden kann. Okay. Sie nehmen nur, bitte. Eigentlich sollten wir nächste Woche nach Malta fliegen, aber leider wegen der Situation wurde das abgesagt. Und wir haben auch einen Schulball geplant für dieses Jahr, Ja. für die Klassen. Und unser Sportfest wurde auch abgesagt. Oh, also einiges, ja. Ja. Ich verstehe. Oh, da zeigen plötzlich alle auf. Dann nehmen wir mal den Alexander nochmal dran. Ja, bei mir in unserer Schule wurden, glaube ich, jetzt
4 Sachen abgesagt. Von meiner Klasse sind es 2. Einmal ein Ausflug. Also 2 Ausflüge. Nämlich der erste war am Donnerstag, den letzten Donnerstag vor der Ausgangsbeschränkung. Also ja, war blöd eben. Mhm. Und der zweite im Juni. Und ich glaube auch, unser Schulball ist auch abgesagt. Mhm. Und bei uns an unserer Schule gibt es jedes Jahr in der Unterstufe, vielleicht auch in der Oberstufe, aus Sport ein Turnier von einer Sportart. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Mhm. Okay. Weil ja festgelegt wurde, dass Sport als Fach nicht mehr stattfinden wird. Ja, ich verstehe. Dann frage ich mal kurz Herrn Himmer, wie war das bei Ihnen? Wie viel wurde da abgesagt? Das war ja sicher auch eine komplett neue Phase, neue Zeit. Ja. Ne? Nein, was ich auch jetzt schon gehört habe von den Schulsprecherinnen und Schulsprechern, übrigens danke für euren Job. Ja, der ist, also ich meine, ihr habt sich nicht ausgesucht, dass ihr mit in Corona auch noch das seid, aber das ist so wichtig, dass ihr da seid und dass ihr das macht, weil, und das sehe ich jetzt auch schon an Rückmeldungen von euch, da müssen wir was verbessern. Weil natürlich müsste es auch möglich sein, dass ihr, wenn jetzt zum Beispiel eben die Schulen geschlossen haben, auch irgendwie Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern halten könnt. Weil das wäre natürlich super, wenn ihr die auch direkt fragen könnt, wie geht's euch, was braucht ihr und das dann auch zum Beispiel den Lehrerinnen und Lehrern oder dem Schuldirektor oder Schuldirektorin weitergeben könnt. Mhm. Das ist überhaupt so ein Thema, weil wir jetzt gerade sozusagen in Zoom sind und ihr gerade auch von verschiedenen Google und so Plattformen gesprochen habt, von WhatsApp und so. Wir müssen uns auch schauen, dass wir es schaffen, dass es einheitliche Plattformen gibt für alle Schulen. Weil ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Wahrscheinlich bei manchen Gegenständen hat man auch ganz unterschiedlich das was nutzen müssen. Das heißt, man musste unglaublich viele verschiedene Plattformen entweder downgeloadet haben oder als App haben oder irgendwie das nutzen. Und das ist auch super kompliziert, damit im Kontakt zu bleiben. Also manche Schulen haben das schon und bei anderen, glaube ich, muss man auch schauen, dass man wirklich einheitlich Da würde ich noch gleich eine Frage von der Sarah von der Schopenhauer Straße einbauen. Sie fragt nämlich, sollten sich Lehrer, Lehrerinnen auf nur einen Anbieter, zum Beispiel Zoom, konzentrieren oder sollte man eher viele verschiedene nutzen? Wie sehen Sie das? Also bis jetzt war es so, dass im Prinzip sich jeder Lehrer, jede Lehrerin auch aussuchen konnte, mit welchen Dingen man arbeitet. Wir haben aber jetzt gesehen, auch aus Rückmeldungen, nicht nur von Schülerinnen und Schülern, auch von den Eltern, das ist super kompliziert. Weil man hat so viel Auswahl, dass es dann total schwierig ist, auch das alles im Blick zu haben. Weil wenn man 5, 6 verschiedene Plattformen hat, wo vielleicht auch manchmal die Aufgaben draufstehen, wenn das nicht einheitlich geregelt ist, dann muss man das alles irgendwie kontrollieren und braucht schon fast ein eigenes App, um alle anderen Apps irgendwie Master-App zu kontrollieren. Das ist total kompliziert. Das heißt, wir versuchen schon jetzt zu schauen, ob wir nicht verbindliche Empfehlungen pro Schule sagen können. Also, dass man zwar schon sich was aussuchen kann, es muss ja nicht jeder mit einem einzigen Programm arbeiten, aber dass man pro Schule zumindest ein einheitliches Programm hat, wo alle Lehrerinnen und Lehrer das und alle Schülerinnen und Schüler und alle Eltern das auch nutzen können, damit man nicht zu viel Wildwuchs hat. Wie sehen die anderen das bezüglich der Technik? War das zu viel für euch oder ging es sowieso? Jetzt schalte ich mal den Alexander laut, der zeigt schon ganz nett auf, bitte. Ja, nämlich mein Vater meinte, weil an unserer Schule gibt es auch Informatiklehrer und es sollte eigentlich kein Problem sein, weil wir ja als Plattform, wo wir die Aufgaben bekommen haben und sie wieder zurückgeschickt haben, zuerst Gmail und dann Google Classroom genommen haben, meinte er, es sollte eigentlich kein Problem sein, dass die Lehrer eine eigene Plattform programmieren, erstellen, nur für unsere Schule. Dass wir dort die Sachen reingeben, dass wir nicht bei Google irgendwas reingeben sollen, weil so ein großer Konzern und so. Dass es eigentlich kein Problem sein sollte, dass man einfach eine eigene Plattform erstellt und die Schüler alle dorthin gehen. Wie klingt das für Sie, Herr Himmer? Also das ist immer gut, wenn natürlich man was ganz speziell für die eigene Schule machen kann. Das ist auch grundsätzlich möglich, dass man was tut. Es glaube ich, es muss halt, das muss man halt sagen, diese ganzen großen Firmen haben halt den Vorteil, dass sie ihre Produkte ziemlich cool gestaltet haben. Das heißt, die sind sehr benutzerfreundlich, vor allem wenn ein Lehrer, eine Lehrerin dann zum Beispiel krank wird oder in Pension geht, ob dann der danach kommt, das auch so.
Mhm. Das ist, glaube ich, ewig, dass man das tut. Aber wie gesagt, die Schule soll sich das durchaus auch selber entscheiden können. Es gibt ja viel Auswahl, man kann auch was selber programmieren, aber es sollte dann doch für alle Schülerinnen und Schüler in einer Schule gleich sein, damit nicht jede Lehrerin oder Lehrer was Unterschiedliches macht, weil das ist sicher anstrengend, wenn man dann in einer Klasse, weiß ich nicht, 10 verschiedene Programme verwenden muss, um aufzunehmen. Ja, ich verstehe. Vielleicht können wir noch mal zusammenfassen. Beispiel nutzen. Als Frage in die Runde, was denn die größten Herausforderungen für euch waren? Was war denn am schwierigsten, die schwierigsten Dinge? Melda, bitte. Also ich habe einen kleineren Bruder zu Hause, der auch in dieselbe Schule mit mir geht. Mhm. Ich musste ihm auch natürlich helfen bei seinen Aufgaben und so. Ich finde, das war am schwierigsten für mich. Und dann, nachdem er mit seinen Aufgaben fertig war, hat er natürlich Lärm gemacht und dann konnte ich mich selber nicht konzentrieren auf die Aufgaben. Mhm. Das war am schwierigsten für mich. Mhm. Okay, dann Max und Sarah. Moment, ich schalte euch kurz ein. So, bitte. Mir persönlich hat die Kommunikation zwischen den Schülern und den Lehrern gefehlt. Denn meistens haben wir uns halt nur durch E-Mails kommuniziert. Und wenn ich halt eine Frage gehabt habe und ich brauchte halt eine Antwort, damit ich die Hausaufgabe weiterführen kann, musste ich halt ungefähr eine Stunde warten, bevor sie geantwortet haben. Es war halt ein bisschen kompliziert. Mhm. Okay. Ja. Dann Emma, bitte. Also, ja, für mich war das Schwierige, dass, also zuerst hatten wir Gmail und dann ist Google Classroom. Und da war es halt sehr schwierig, den Überblick zu bekommen, weil dauernd mehr E-Mails gekommen sind und alles dann weiter runtergegangen ist. Und ja. Okay, ich verstehe. Ja. Wer wollte noch was sagen? Selina, du zeigst noch auf. Ja, bitte. Ja, mir fiel auch die Kommunikation mit den Lehrern schwer. Mhm. Weil es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gab oder weil es so lange gedauert hat, bis jemand geantwortet hat? Wir hatten einfach dann nur die Gmail und unsere Lehrer haben nicht so gleich geantwortet, deswegen fiel es mir auch sehr so wie bei den anderen. Mhm. Okay. Verstehe. Bei den anderen wollt noch irgendwas sagen? Alexander, du noch? Ah, Ari, du wolltest was sagen, Ariana, ja. Oder? Bitte, bitte. Ja, ich versuche die ganze Zeit aufzusagen, aber ich habe halt keine Kamera. Alles gut. Ich versuche es mit diesem Daumen hoch. Ich finde, ich finde, die Kommunikation in die Technik war halt das größte Problem von dieser Pandemie. Die Kommunikationstechnik und halt auch die Konzentration, weil viele haben halt Geschwister und können sich halt nicht konzentrieren an bisschen lautes Arbeitsumfeld, das ist halt anstrengend, als wenn man in der Schule sitzt und ganz ruhig lernen kann. Mhm. Und im anderen die Kommunikation mit der Technik. Die Lehrer sind meistens nicht erreichbar, weil es dauert zu lange, dass sie antworten. Mhm. Und das war immer das Problem, finde ich. Das Größte. Okay. Herr Himmel, was würden Sie dazu sagen? Haben Sie diese Thematiken, sind die schon an Sie herangetragen worden, dass es mit Technik und Kommunikation einfach sehr schwierig ist noch? Oder haben Sie das auch so erlebt? Moment, jetzt ist er. Jetzt ist er wieder da. Jetzt waren Sie kurz weg. Moment, ich schalte das Audio ein. Ich stelle die Frage nochmal, haben Sie das auch so erlebt, dass einfach in den letzten Wochen vor allem Kommunikation und Technik zwei Bereiche waren, die es teilweise erschwert haben oder die einfach schwer möglich waren umzusetzen? Ja, sicher. Also einerseits ist natürlich so, weil keiner hat ja damit gerechnet, dass das so passiert. Deswegen waren natürlich alle sehr überrascht und plötzlich waren alle Schülerinnen und Schüler zu Hause und alle Lehrerinnen und Lehrer zu Hause. In den Schulen, die waren zwar offen und da war immer irgendwer da, aber es war natürlich total kompliziert, das alles unter den Hut zu bringen. Ich nehme mal auch an, das würde mich eh auch interessieren von euch, wie das mit den Aufgaben war, ob zu viele Aufgaben gekommen sind, ob man
sich da abgesprochen hat zwischen den Lehrern und Lehrerinnen der Klasse, weil das ist natürlich genau auch so ein Teil, weil wenn jeder zu Hause sagt, so, ich muss jetzt irgendwie Unterricht machen, dann weiß man ja nicht, was der andere macht. Es gibt ja dann auch keine 50-Minuten-Stunden, so richtig, ja, weil ich meine, man kriegt dann irgendwie, möglicherweise haben manche Lehrer, Lehrerinnen mit euch vielleicht über Videokonferenzen auch Unterricht gemacht, aber andere haben wahrscheinlich nur Aufgaben geschickt oder euch irgendwelche Aufgaben gegeben. Und dann ist halt manchmal vielleicht so, dass alles gleichzeitig gekommen ist oder man alles gleichzeitig abgeben musste, weil man ja irgendwie keinen normalen Tagesablauf hatte. Und ich glaube, die Selina oder die Melda hat das gesagt, dass dann auch noch die Kinder zu Hause, also die Geschwisterkinder irgendwie und so, man hat eigentlich nicht wirklich Ruhe, weil man hat halt irgendwie zu Hause in der Wohnung dauernd irgendwen um sich und so, dass man sagen kann, man hat jetzt vielleicht echt die Konzentration, das zu machen. Oder man hat vielleicht auch gar nicht so viele Geräte zu Hause, dass alle gleichzeitig zum Beispiel arbeiten können oder alle gleichzeitig im Internet sein können. Das ist halt total kompliziert. Also ich glaube, das würde mich auch interessieren, wie sehr das bei euch war. Oder wie das genau. Da fragen wir mal, Selina, du wolltest das sagen und dann die Melder. Meiner Meinung nach haben die uns zu viele Hausübungen geschickt. Also fast jeden Tag. Und mein Tagesablauf war nicht wie früher. Also ich wusste nicht, wann ich die Sachen machen soll, weil es zu viele waren. Okay. Melda, wie war das bei dir? Also wir hatten das Glück, dass unsere Schule uns Laptops und Office 365-Programme zur Verfügung gestellt haben. Und was noch eine große Erleichterung für uns war, das Wochenplan, das uns gegeben wurde von unseren Lehrern. Daher wussten wir, wann wir was schicken sollen, wann wir was machen müssen. Okay. Max und Sarah, bei euch war noch was und dann kommt der Alexander. Bei uns in der Schule war halt das Problem, dass wir sehr viele Hausaufgaben bekommen haben. Die Lehrerinnen und Lehrer haben gesagt, mache ich einen Stundenplan aus, also jetzt zum Beispiel eine Stunde Mathematik, eine Stunde Deutsch. Das hätte eigentlich nie gereicht, weil man hatte eigentlich so viel Stoff bekommen, dass man eigentlich das nie in einer Woche schaffen könnte, wenn man normal in die Schule gehen würde. Das heißt, es war mehr zu tun als vorher noch, als vor, okay. Und viele hatten auch Probleme, weil sie halt zum Beispiel keinen Laptop zu Hause hatten. Ja. Und dann sind sie in die Schule gekommen, aber leider ein bisschen zu spät. Okay. Die Schule schon angefangen hat, ja. Ja. Ich verstehe. Alexander, wie war das bei dir? Was ich noch sagen wollte, ist, wir hatten, ein paar von unseren Lehrern haben auch mehrmals eine Videokonferenz veranstaltet, auf der wir dann gemeinsam sowas eben wie eine Unterrichtsstunde gemacht haben. Nur man konnte, das war natürlich nicht vergleichbar mit dem echten realen Unterricht in der Schule, weil manche Kinder oder auch der Lehrer selbst haben kein gutes oder manchmal ein schlechtes Internet und dann ist die Verbindung, die reißt dann ab und dann haben wir ein Problem und dann wissen wir nicht, was wir tun sollen und der Lehrer merkt nichts und das dann. Ja, es ist ein bisschen eine Spielerei, ist es. Und natürlich für jeden neu und Herr Himmer, war das ab? Man muss immer wachsam sein, ob irgendwas Neues kommt. Man muss ständig darauf schauen, ist eine neue E-Mail gekommen, jeden Tag schaut man. Und dann können wir Aufgaben erledigen. Das heißt, es war bei dir auch mehr los als im normalen Schulbetrieb vorher, sage ich mal. Du warst also, ehrlich gesagt nicht sagen, weil die Lehrer die meisten Arbeitsaufträge ja für eine ganze Woche oder für mehrere Stunden geschickt haben. Dass wenn man es aufteilen würde, würde es wahrscheinlich schon ungefähr genauso viel sein wie in der Schule. Nur es kommt eben mehr auf einmal, aber dafür in größeren Abständen. Ich verstehe, okay. Aber das heißt, das habt ihr alle sehr unterschiedlich erlebt. Ne? Die einen sagen, sie haben viel mehr zu tun, die anderen weniger. Herr Himmer, war das prinzipiell absehbar, dass einfach natürlich, wenn alles neu ist, eine Umstellung auch am Anfang natürlich mehr Zeit benötigt für alle, für Lehrende und Lernende? Ja, also ich meine, einerseits, und das habt ihr ja auch alle, und das finde ich, glaube ich, sehen alle so, das war super anstrengend und super herausfordernd. Also von einem Tag auf den anderen alles jetzt zu Hause zu erledigen und Lehrerinnen und Lehrer, die das ja auch zum ersten Mal so gemacht haben, von zu Hause erledigen, hat dazu geführt, wir haben das ja auch gesehen, dass manchmal alle möglichen überfordert waren. Schüler, Eltern, Lehrer.
und mit der Situation schwer zurechtgekommen sind. Ich muss auch sagen, es zeigt sich auch, Schule kann man nicht einfach nur ins Internet bringen. Also es braucht einfach auch den Ort, wo man sich trifft und wo man einfach sich austauschen kann, persönlich anwesend und nicht nur so gut kann sozusagen auch das Internet oder der Tablet und Laptop gar nicht sein, dass man sagt, okay, es braucht gar nicht mehr die Schule vor Ort. Man braucht einfach den Austausch. Und man braucht auch die Klassenkolleginnen und Kollegen. Ich finde, das ist auch wichtig. Wir haben auch viele Leute, die im Jobs waren, gemerkt, ohne Kontakt zu den eigenen Kolleginnen und Kollegen ist es extrem schwierig und einsam und hart. Ich glaube auch, und das ist auch etwas, glaube ich, was wir gelernt haben, einerseits sieht man, wie wichtig die digitalen Medien sind. Hätte es nicht irgendwie eine Ausrüstung auch zum Teil gegeben oder schon irgendwie technische Ausstattung und auch zum Beispiel IT-Unterricht oder so, dann wären wir ziemlich blöd dagestanden, weil dann hätte es eigentlich gar nicht wirklich funktioniert. So hat man zumindest sich ein bisschen über die Wochen helfen können. Mit all den Problemen, ja, die ihr alle und die ich auch gehabt habe, nämlich irgendwie zu schauen, dass das funktioniert. Wir haben ja dann in der Zwischenzeit, als wir gesehen haben, es gibt zum Teil Schulen, da gibt es viel zu viele Aufgaben oder das ist nicht abgesprochen, dass die Klassenlehrer und Klassenvorstände sich da absprechen mit den anderen Lehrern und sozusagen koordinieren, wer welche Aufgaben wann macht, damit eben nicht zum Beispiel alle gleichzeitig irgendwas schicken, weil man kommt dann einfach ziemlich in das Stress. Irgendwie schlecht, weil wenn man eh schon diesen Stress hat, durch diese Corona-Zeiten dann auch noch Stress zu bekommen, weil man die Aufgaben nicht rechtzeitig oder nicht weiß oder was auch immer, Hilfe bekommt man auch schwer. Also das ist etwas, da muss man dran arbeiten, dass man da vorbereitet ist, dass man Pläne hat. Aber was ich glaube schon auch was super ist, dass sich viele Lehrerinnen und Lehrer, nämlich alle jetzt auch mit der Technik auseinandersetzen mussten. Das heißt, selbst die sagen, okay, ich brauche das nicht, haben jetzt sich zumindest mit diesen Dingen beschäftigen müssen. Und ich glaube, dass das auch jetzt dann in einem normalen Unterricht, wenn dann auch im nächsten Schuljahr es wieder normaler weitergeht, dass man da wirklich diese Dinge auch vielleicht schon vorher gut vorbereitet, damit man nicht dann überrascht ist, wenn man es mal tut. Und man weiß, also es ist ja auch viel einfacher, zum Beispiel mit Tablets oder Laptops zu arbeiten, nämlich ich brauche nicht immer die Schulbücher hin und her schleppen. Das ist ja auch eine Erleichterung. Ich habe die Aufgaben oder die Dinge bei mir und kann sie nicht so leicht vergessen. Also da gibt es schon Punkte, die leichter sind. Oder zum Beispiel, man kann leichter auch mit Eltern kommunizieren, wenn man das zum Beispiel über irgendwelche Programme oder E-Mails nutzt, als man schreibt es ins Mitteilungsheft und so und wartet drauf, bis es wieder zurückkommt und so. Also da gibt es Schulen, die machen das schon. Aber ich glaube, da könnte man schon was davon lernen, dass man das in Zukunft stärker macht. Dann frage ich noch die große Runde. Was würdet ihr sagen, habt ihr aus dieser Krise, die ja auch ganz viel Negatives mit sich gebracht hat, aber an positiven Dingen gelernt, die ihr für die Zukunft quasi weiterführen könnt? Selina, gern. Selbstständigkeit. Also man hat gelernt, ja, wie man Dinge alleine klären kann. Okay. Ariana, dein Daumen ist oben, bitte. Ja, ich finde, diese Pandemie hat uns alle näher aneinander gebracht und gezeigt, dass wir stets in guten sowie in schlechten Zeiten ein Herz für andere haben. Mhm. Was ich damit halt sagen möchte, ist, dieser Zusammenhalt wird uns in der Zukunft sowohl im Unterricht, in der Schule, im Haushalt und in den öffentlichen Linien und in weiteren Teilen unseres Lebens sehr weit bringen. Mhm. Es zeigt halt Stärke und Willenskraft. Deshalb möchte ich halt diese Gemeinschaft und diesen Respekt gegenüber anderen und einander auch im Unterricht weiterhin teilhaben. Schön, schön gesagt. Sinem, deine Hand war nach oben und dann Alexander. Ich habe daraus gelernt, dass man sich selbst organisieren kann. Situation und so. Und vielleicht manchmal auch selbst organisieren muss. Ne? Ja. Ist dann der nächste Schritt. Alexander, wie war es für dich? Was ich gelernt habe, ist, dass man immer den Überblick über seine Sachen behalten sollte. Sonst gerät man sehr schnell in eine Lage, die in der Schule jetzt nicht gerade von Vorteil ist. Man ist nicht organisiert, man hat nicht alle Sachen erledigt, und da hat man eben Ärger mit seinem Lehrer, wenn man die Aufgaben nicht erledigt hat. Aber okay. Es hat eigentlich gut funktioniert. Also es war nur sowas wie eine Prüfung. Eine lange. Ja. Emma, wie war es für dich? Auch eine Prüfung? Oder? Ja, also wir haben also ganz viel über das digitale Leben sozusagen gelernt. Also was so am Computer alles geht und so.
Und ja. Darf ich noch eine Frage stellen? An euch? Sehr gern. Weil jetzt seid ihr sozusagen so teilweise wieder in der Schule zurück. Wie geht es euch jetzt in der Schule? Wie funktioniert denn das mit diesen ganzen Hygieneregeln und dem Abstand halten und dem Händewaschen? Und kommt ihr in den Schulhof? Kommt ihr nach draußen? Wie schaut es da aus? Fangen wir mal mit Max und Sarah vielleicht. Ne? Es ist halt ein bisschen anders. Man muss sich noch daran gewöhnen, dass du halt nicht gleich deine Freundinnen umarmst und jetzt keine Hände schüttelst oder so weiter. Du musst die ganze Zeit Hände waschen. Und desinfizieren und so weiter. Das ist schon ein bisschen komisch, aber man kann sich daran gewöhnen. Okay, dann nehmen wir den Alexander. Was für mir am schwierigsten fällt bei den neuen Regeln, ist das Abstand halten. Nämlich in unserer Klasse wurden die Tische eigentlich nicht verschoben, sondern nur, dass nur die Hälfte meiner Klasse da ist. Somit zwischen jedem Kind ein Abstand ist. Aber das Problem ist, wenn zum Beispiel in der Pause wir für die nächste Stunde die Sachen herrichten, zum Beispiel auf der einen Seite sitzt ein Schüler und auf der anderen Seite auch und dann muss ich da durchgehen. Und dann aber der Abstand zu den anderen beiden Schülern beträgt nicht einen Meter, sondern nur einen halben, weil einfach kein Platz ist zwischen den beiden Tischen. Es ist zu eng. Und andere Wege sind wahrscheinlich dann noch enger. Also das ist eigentlich das größte Problem. Maske aufsetzen, das erfordert wenig Geschick und Hände waschen ebenso wenig. Das einzig Schwierige ist nur das Abstand halten in der Klasse. Okay, verstehe. Emma, du wolltest noch was sagen? Ja, also ja, das Abstand halten ist sehr schwierig. Und halt immer, wenn man aufsteht, die Maske aufzusetzen, was man halt manchmal vergisst. Ja. Aber das Händewaschen und so, das geht. Das geht. Das ging vielleicht sogar schon vor Corona, im besten Fall. Aber jetzt ist es noch wichtiger. Das stimmt. Gibt es von euch noch konkrete Fragen an unseren Bildungsdirektor? Jetzt habt ihr die Möglichkeit quasi von Angesicht zu Angesicht. Selina, bitte. Kann man dieses Jahr wiederholen? Ja, also das war die Frage, kann man das Jahr wiederholen? Gell? Ja. Also es gibt zwar Erleichterungen, bemerkt das, also dass bestimmte Dinge jetzt nicht mehr so stattfinden sollen, also irgendwie schwere Schularbeiten und so, aber es kann schon sein, dass man, wenn man fällt, das heißt, wenn man mehr als zwei nicht genügend hat, dann müsste die Klassenkonferenz da mitreden und entscheiden. Bei einem nicht genügend kann man aufsteigen, automatisch, da braucht man nicht irgendwie eine Zustimmung der Klassenlehrer. Ansonsten müssten die Klassenlehrer das abstimmen. Und was man immer kann, ist, man könnte freiwillig wiederholen. Wenn jemand sagt, ich möchte aber gerne noch ein Jahr wiederholen, dann geht das auch. Aber das tun wahrscheinlich die wenigsten gerne. Aber theoretisch geht das, ja, dass man leider auch in diesem Jahr durchfallen kann. Aber es sollte die Ausnahme sein, weil die Zeiten waren eh anstrengend genug. Und ich glaube, jeder hat sich sehr bemüht. Und die wenigsten hatten echt die Chance, das Jahr jetzt gut irgendwie noch mit Dingen irgendwie zu leisten, die einem das Durchfallen verhindern. Deswegen glaube ich auch, die Lehrerinnen und Lehrer sollten jetzt, sagen wir mal, sehr großzügig sein mit den Noten. Okay. Max, du hast noch eine Frage gehabt. Also ich wollte Sie fragen, wie es in der Zukunft sein wird, ob die Maßnahmen dann lockerer werden oder dass wir weiter halt diese Maßnahmen haben, die wir jetzt haben. Also ich hoffe schon, dass das nächste Schuljahr, also im Herbst, weil viel Zeit ist ja jetzt nicht mehr bis zum Sommer, aber dass im Herbst dann auf jeden Fall wieder so weit wie möglich normaler Unterricht ohne jetzt diese Maskengeschichte stattfindet. Es gibt ja da eh unterschiedliche Leute, jetzt Ärztinnen und Ärzte, die sagen, die einen sagen, Masken sind wichtig, die anderen sagen, Masken sind nicht wichtig. Ich glaube auch, gerade im Schulbereich, und wir sehen das ja auch, dass wenn man sich ansteckt im Moment, dann eher in der Familie, unter den Geschwistern, auch in der Schule. Also da gibt es fast keine Ansteckung zwischen den Schülerinnen und Schülern, oder wir haben noch gar keinen einzigen Fall, sondern immer nur, dass Geschwister, die zu Hause leben, sich anstecken. Das heißt, so unsicher ist die Schule nicht. Und was ich auch, glaube ich, wichtig finde, ich weiß nicht, wie das bei euch ist an den Schulen, dass man auch rausgeht auch. Ja, dass man nicht den ganzen Tag in der Klasse sitzt und sitzen muss, sondern dass man echt auch Stunden oder vielleicht den ganzen Unterrichtstag, wenn schönes Wetter ist, draußen verbringen kann.
weil wenn man eh in diesen ganzen Hygienegeschichten und wie der Alexander auch vorher gesagt hat, es ist irgendwie eng nebeneinander in den Tischen und man halt kann eh nicht dauernd diesen Sicherheitsabstand einhalten, dass man dann zumindest draußen ist, weil alle sagen, draußen ist das Risiko überhaupt sehr gering, weil der Wind und die frische Luft und so das alles vertreibt. Also ich glaube, das wäre schon gut, wenn wir das, wir werden das schauen, dass wir das in dem Schuljahr auch noch den Schulen mitgeben, dass sie vielleicht viel Dinge nach außen verlegen. Manche haben ja große Schulhöfe oder weil ja auch zwei Leute, glaube ich, vom Schulschiff da sind, die haben ja gleich quasi die Donauinsel gegenüber. Da ging es ja total leicht, den Unterricht auch rauszulegen. Ich finde es auch nicht gut, sage ich auch, dass es gar keinen Sportunterricht gibt, weil ich glaube, dass man, wenn man genug Abstand hält, man bestimmte Dinge machen kann, wo man nicht so schwitzt oder sich so anhustet oder anatmet, dass man irgendwie gar nicht könnte. Ich finde das schade. Aber okay, es ist so geregelt worden von der Bundesregierung. Aber ich hoffe, dass das alles sehr bald, nämlich spätestens im September, nicht mehr da ist und dass wir dann wirklich Normalschule haben. Das hoffen wir auch, ja. Alexander, du wolltest noch was fragen, oder? Ja, nämlich, wie wird das sein, mit, wenn man zwischen zwei Noten steht? Gibt es eine mündliche Wiederholung, also Prüfung, oder wie wird das sein? Gibt es mündlich oder schriftlich? Ja, also was ja erlaubt ist, ist, es darf weiter Tests und Wiederholungen geben. Das heißt, die könnten schriftlich oder mündlich sein. Ich meine, ich glaube, eure Lehrerinnen und Lehrer müssten jetzt eh relativ bald über die Noten mit euch reden, weil ihr habt ja nicht mehr so viele Schultage. Ich hoffe, weiß ich nicht, vielleicht wissen manche schon, auf welcher Note sie sind, aber wenn es doch zwischen zwei Noten stehen soll, dann würde ich echt mit dem Lehrer, mit der Lehrerin ausmachen, was noch zu tun ist. Könnte ja auch sein, dass man irgendwas vorbereitet oder dass man ein Referat über irgendwas hält oder dass man was abgibt oder dass man, was auch immer euch auch Freude macht. Ich finde ja, man lernt ja am meisten mit den Dingen, die einem selber auch Freude machen. Also manche Gegenstände machen einem weniger Freude als andere, aber manche Dinge machen einem mehr Freude. Also wer zum Beispiel gerne irgendwas in der Klasse vorbereiten würde oder ob jemand gerne eine Zusatzhausübung abgeben möchte, das würde ich mir mit den Lehrerinnen und Lehrern ausmachen. Und ich glaube auch, und es sollte so sein, dass die Lehrerinnen und Lehrer da schon auf eure Wünsche auch eingehen, weil es geht ja nicht darum, dass die Lehrer und Lehrerinnen was lernen, sondern dass ihr was davon habt. Und deswegen bitte einfach die Lehrerinnen darauf ansprechen und sagen, hey, wie schaut es aus mit meiner Note? Wenn ich eine bessere will, was könnte ich noch tun, damit man das auch gut hinbekommt noch, weil es sind ja nicht mehr so viele Schultage bis zum Jahresende. Okay. Genau. Okay, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, die Zeit vergeht wie im Flug. Sollten euch später noch Fragen einfallen, können Sie die jederzeit an Schule, wenn es Edwin extra Tisch schicken und wir leiten sie weiter an den Heinrich Himmer. Ich sage vielen Dank für die vielen Fragen und die vielen Antworten und fürs Dabeisein, Herr Himmer. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, danke, danke dir und danke Wien extra vor allem auch. Ich finde das super cool. Also ihr macht super coole Aktionen sowieso und ich finde das auch super, dass ihr das auch jetzt in dieser schwierigen Zeit, wo man sich nicht so treffen kann, auch weiterführt. Und ich meine, danke auch an alle Schulsprecherinnen und Schulsprecher und heute, die dabei waren. Ihr macht ja sogar noch mehr, ja, weil ihr nämlich neben dem normalen Schulalltag euch auch noch um die anderen kümmert. Und ich glaube, die Marianne hat das gesagt, wenn uns das alles näher zusammenführt und vielleicht wieder mehr uns gegenseitig ernst nimmt und unterstützt und hilft und der Beitrag dazu ist, dann fände ich das super, super, super. Und danke euch, dass ihr das auch eh schon die ganze Zeit, nämlich auch vor der Krise als Schulsprecherinnen und Schulsprecher. Sehr schön. Vielen Dank für diese abschließenden Worte und dann sage ich alles Gute, gesund bleiben und bis auf bald und danke fürs Dabeisein. Alles Gute euch. Ja? Wiederschauen. Wiedersehen.